Moinsen ihr Bananen und herzlich willkommen zu meinem Finalistenvideo für das Kommentiere ist 2.0, gemacht von der obergeilsten Sau der Welt. Nicht halt die Fresse! Mir sind so viele geile Ideen für dieses Video gekommen, nicht Schnauze! Jedenfalls habe ich mich für ein Videokonzept entschieden, welches für einen Call of Duty Commentary Kanal wie hier The Lord Tarkune eventuell zum Ende hin etwas untypisch wirkt. Und zwar zeige ich euch erstmal ein paar kleine Ausschnitte aus meinen Videos, die eben auf meinem Kanal existieren. So könnt ihr mich etwas kennenlernen und dann gibt's noch ein Mini-Commentary mit einem Top-Gameplay unterlegt. Yay! Wer ich bin, was ich mache, wie alt ich bin, welche Unterhosengröße ich kaufe oder sonstiges, was so oft in dieser Art von Gast-Commentaries gesagt wird, interessiert meiner Meinung nach keine Sau. Ich sage nur, mein Nickname auf YouTube ist CryluxAD und bevor ihr eure Stimme in Form eines Likes eurem Favoriten gebt, schaut mein Video doch bitte bis zum Ende an, es geht wirklich nicht lang. Also mal kurz aufhören an euch selber rumzuspielen und Augen auf den Bildschirm, jetzt rede ich. Hallo ihr Bananen, hallo ihr Bananen, hallo ihr Bananen und herzlich willkommen zurück zu Far Cry 3, Battlefield 3, 7-5-4, Black Ops 2, oh Gott, ja. Hast du gerade Tiefe gemacht? Nein! Laufen wir gegen einen Zaun, gegen einen Zaun! Ich spucke auf dich, Jonas. Ja, so viel zu meinen Videos. Ha! Gay. Nun kommen wir zu meinem zweiten und damit letzten Teil meines Finalistenvideos, und zwar dem Mini-Commentary. Erstmal das Gameplay. Es ist erspielt mit der Klasse Bauer. Hab zwischendurch ein bisschen gehackt, aber da gibt's einen kleinen Blackscreen. Keine Sorge, wie es sich gehört eben. Auf jeden Fall ist das Gameplay eigentlich ganz gut gelaufen, obwohl ich das Spiel zum ersten Mal gespielt habe. Ja, hätte ich nicht gedacht. Ich wurde am Ende aggressiv, aber dazu später mehr. Würde ich mal sagen, ich glaube, der ein oder andere Spieler ist da schon stolz auf mich, was ich hier alles gerissen habe. Also ich habe das Weizen gedrescht und, oh Mann, herrlich, wie ich da abgegangen bin. Naja, das werde ich noch öfter zocken. Ich sag's euch, auf der einen oder anderen LAN darf sowas nicht fehlen. Nun gut, kommen wir zu meinem Thema. Und zwar die Promotion auf YouTube. Passend zu dieser Kommentieresaktion gebe ich ein bisschen meinen Senf zur gezwungenen, freiwilligen und zu unfreiwilligen Promotion. Fangen wir mit dem Flame an, weil... warum eigentlich? Weil ich es kann! Also, ihr kennt bestimmt diese Art von Kommentaren unter Videos von Gronkh, Sarazar, CK, eigentlich bei jedem fucking Commentator und Let's Player. Bitte geht auf meinen Channel hier! Oder schaut dieses Video hier. Oder noch besser, diese Zweitaccounts, um nicht wegen Spam gebannt zu werden, was uns allen ein deutliches Stück näher an den Weltfrieden treiben würde, die schreiben: Ja, Kumpel, Lan, Mark, du abonnieren das. Ich weiß Werbung, aber der macht so geiles Videos. Richtig, richtig geiles Videos, Mann. Der hat sogar Handykamera, Mann. Ich meine, wie verzweifelt muss man sein, um bei dieser riesigen Anzahl an Promotion-Möglichkeiten so einen grenzdebilen Bullshit abzuziehen? Es gibt Videoantworten, Duels, Subboxes, Erwähnungen, Wettbewerbe wie diesen hier. Ich meine, Leute, man kann auf YouTube die 100, die 1000, die 10.000 Abonnenten schon, naja, nicht leicht, aber mit Mühe erreichen, wenn man sich einfach nur ein bisschen ins Zeug legt und nicht sein Handy nimmt und sich beim Minecraft-Zocken streamt. Da kriegst du doch bestimmt mehr Aufrufe, als wenn du dich beim Wichsen filmst und das einfach auf YouPorn stellst. Oder in dem Fall auf YouPedo oder sowas. Gibt es das überhaupt? Moment. Oh. Lesezeichen. Na gut, Leute, ich komme nun mal zur unfreiwilligen Promotion. Hier ist die Rede von Erwähnungen in Videos bei Kommentatoren, die zum Beispiel sagen: Ja, ich schau gerne den und den. Dann gucken halt die Zuschauer alle schön auf die Seite und schwuppdiwupp sind ein paar Abos sicher. Ich denke, Kommentatoren, die jemanden dort erwähnen, sind gewollt, denjenigen zu pushen, und dabei gibt's hier eigentlich nichts auszusetzen. Und genau deswegen kommen wir auch schon zur nächsten Push-Art. Art. Na gut, also, die Rede ist von der freiwilligen oder eben der gewollten Promotion. Hier kann man eigentlich auch mal viel, naja, das kann man eigentlich in ziemlich viele andere Gebiete unterteilen. Ich würde es jetzt mal so aufgliedern. Man hat zum einen diese Wettbewerbe. Die Leute bemühen sich, mehr oder weniger, wenn man sich so manche Kommentieresantworten bei CK oder hier bei Lord Takune angeschaut hat, weiß man, wovon ich rede.
Ja, hier kommen auf jeden Fall nur die Besten oder eben die, die am wenigsten beschissen waren, weiter. In dem Fall auch ich. Und nur so können sie gepusht werden. Meiner Meinung nach eine gute Art der Promotion, da die wirklich Beschissenen einfach fallen gelassen werden. Super sind auch Videoantworten, was meiner Meinung nach in diese Kategorie der Promotion auch passt. Black Screen. Black Screen. Was weniger toll ist, wenn die falschen Leute sich hier pushen lassen. Sie bekommen eine plötzlich hohe Zuschauerzahl und proportional dazu auch heftigst rote oder wie beim neuen YouTube-Design schwarze Daumen. Ich will nicht sagen, dass die Leute, die sich durch Videoantworten oder eventuell sogar bei kleinen Wettbewerben pushen lassen und eben nicht guten Content bieten, es nicht verdient haben, überhaupt erwähnt zu werden. Ich will damit nur ausdrücken, dass es eben nichts bringt, jemanden zu promoten, der nichts kann. Mit nichts meine ich wirklich nichts, also nichts im Sinne von... Ja, da steht ein Gegner, haha. Das ist eventuell noch zu belachen. Sogar eher im Sinne von nichts, wenn man jetzt so denkt an Rauschen, Furzen, gar nichts sagen oder mit der Mutter reden, die ins Zimmer gekommen ist, weil man sein verficktes Gemüse nicht gegessen hat und einfach vom Tisch aufgestanden ist. Nun gut. Ich würde das ja liebend gerne weiterführen, aber die Zeit ist für mich schon um. Ich will hier einfach keinen riesen Commentary hochladen, weil erstens die arme Sau von Lord Takune mir jetzt schon leid tut, 3 Videos hochladen zu müssen. Scheiner. Und zweitens ich so aggro beim Landwirtschaftssimulator, war ein wahrer Zungenbrecher. 2009 wollte ich noch dazu fügen. Wurde ich einfach eben so aggressiv, dass ich das Spiel beendet habe, so dass nicht allzu viel Gameplay ausgesprungen ist. Wenn ihr übrigens wollt, dass ich diesen Wettbewerb gewinne, es gibt einen Like-Button und dieser zählt wie eine Stimme. Wollte ich nur mal so erwähnt haben, das ist natürlich keine Aufforderung. Naja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, jetzt dürft ihr wieder an euch rumspielen. Schausen!